Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Freitag mit einem Reading für das anstehende Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr habt den Vollmondtag gestern gut verbracht. Die Energie des Vollmondes im Zeichen der Zwillinge, der ja gestern stattgefunden hat, wird auch noch, naja, vielleicht so 2, 3 Tage bei uns im Kollektiv sein und ich bin jetzt mal gespannt, was ich zeigen möchte für das Wochenende. Vielleicht hast du ja dem Rat der geistigen Welt Folge geleistet, bist ein bisschen in die Innenschau gegangen, in den Rückzug, hast mal hingefühlt, welche Schattenthemen dieser Vollmond in dir beleuchten möchte. Dazu hatte ich ja gestern das Vollmond-Reading gemacht und ich bedanke mich da ganz herzlich für eure ja zahlreichen positiven Rückmeldungen. Da ging es ja um 3 karmische Themen, die sich vielleicht bemerkbar machen bei dir im Moment. Ja, es ist eine Zeit, da gehen viele Menschen durch karmische Prozesse. Wir werden aufgefordert, jetzt vor allem auch zum Jahresende hin, uns diese Themen nochmal anzuschauen. Und vielleicht fällt ja heute noch der ein oder andere Impuls dazu, um was es gehen könnte bei dir. Ich habe mir überlegt, ich werde heute mal 2 Karten hier aus dem Golden Rider Tarot herausmischen. Und zwar einmal für die Damen, die jetzt hier zuschauen, und einmal für die Herren. Ja, ich wollte mal wieder ein bisschen weiblich und männliches Kollektiv trennen. An der Stelle wieder mein herzliches Dankeschön an die vielen Männer, die mittlerweile in unserer Heart and Soul Family sind. Ja, ich freue mich da einfach sehr darüber, dass die Spiritualität im männlichen Kollektiv wirklich Einzug hält. Ja, meine Lieben, also, wenn du als Frau zuschaust, um was geht es vielleicht für dich am Wochenende? 2 Karten wollen wir herausmischen. Was könnte Thema sein für die Damen? Einmal die 5 Stäbe und was haben wir noch? Die Königin der Schwerter. Wow, meine Lieben. Donnerwetter. Also, vielleicht hat der Vollmond dir gezeigt, dass es noch etwas Ungeklärtes in dir oder deinem Leben gibt, was du gerne klären möchtest. Ja, und zwar in der Energie einer Schwertkönigin. Und die Schwertkönigin fackelt nicht lange. Ja, die dreht jetzt hier dem Konflikt, den 5 Stäben, den Rücken zu, hebt ihr Schwert und trifft eine Entscheidung. Also das finde ich jetzt ja wirklich sehr kraftvoll, diese Kartenkombination. Hör mal in dich hinein, fühl mal, ob du damit in Resonanz gehst. Also dieser Vollmond könnte in dir noch ein Thema beleuchtet haben, vielleicht tatsächlich ein Schattenthema, das du dir sehr ehrlich angeschaut hast und du bist dann zu dem Entschluss gekommen, wow, jetzt ist's an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ja, eine Entscheidung vielleicht für mich selbst. Ja, wir schauen mal nach dem männlichen Kollektiv. Bei dir als Mann, hoppla, ach du liebes Bisschen. Gut, die 2 nehme ich wieder rein, aber eine ist gleich rausgefallen. Wow, die 4 Kelche. Ja, mein Lieber, entweder du fühlst dich derzeit in deiner Lebenssituation ziemlich frustriert, ja, und du bist dieser Mann, der hier am Baum sitzt, der letztendlich hier 3 volle Kelche vor sich hat, ein Kelch wird ihm auch noch gereicht, aber du möchtest diese Kelche gar nicht sehen. Ja, du bist vielleicht im Moment in einer Lebenssituation, die dich ein bisschen frustriert. Möglicherweise sitzt du irgendwo fest, ja, entweder in deiner Angst oder vielleicht auch in einer Beziehung, die dir nicht gut tut. Es ist aber auch denkbar, dass du eventuell von jemand anderem Ablehnung und Zurückweisung erfährst. Ja, wir wollen mal die Klärungskarte dazu rausmischen. Warum fallen hier die 4 Kelche? Ja, das könnte etwas sein hier mit dem Gehängten, was schon länger andauert. Ja, also entweder befindest du dich als Mann schon länger in der Situation des Gehängten, dass du sozusagen ausharrst in einer Lebenssituation, die dir aber nicht wirklich das bringt, was du dir wünschst. Und das könnte jetzt am Wochenende ziemlich deutlich in dir hervortreten, denn der Gehängte hat ja auch diesen Lichtkranz um den Kopf, der gewinnt gewisse Erkenntnisse. Ja, also wenn du dich noch in einer Lebenssituation befindest, die dich nicht wirklich glücklich macht
oder du nicht wirklich erfüllt bist, dann könnte am Wochenende hier dieses Gefühl sehr, sehr stark in dir werden. Ja, ja, ich muss jetzt gerade so ein bisschen in mich hineingrinsen. Ja, vielleicht ist es ja sogar diese Schwertkönigin, die dich jetzt ablehnt. Vielleicht hast du sie ein bisschen lange zappeln lassen als die Gehängte. Ja, und jetzt kommt hier die Schwertkönigin mit ihrem Schwert und sagt, dieses Hin und Her mache ich nicht mehr mit. Und dann wird das für dich erstmal großen Katzenjammer bedeuten. Aber möglicherweise bist du, wenn es jetzt auch überhaupt nichts mit einer Beziehung zu tun hat, im Moment auch in einer anderen Lebenssituation ein bisschen frustriert. Das könnte auch dein Job sein, ja, wo du einfach nicht mehr wirklich glücklich bist, aber du weißt auch noch nicht, wie du das verändern kannst. Wir wollen jetzt mal zu diesen Kartenkombinationen, zu diesen Themen noch aus dem Gilded Reverie Lenormand jeweils zwei Klärungskarten herausmischen. Bleiben wir mal hier bei den Damen mit den fünf Stäben und der Königin der Schwerter. Was sagt denn das Lenormand dazu? Um was geht es hier? Oh, hier fällt der Sarg. Hier geht es um ein Ende. Da darf etwas beendet werden. Da fallen gleich zwei gleichzeitig. Die Maske und das Kind. Wow, ja. Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass es hier in deinem Leben jemanden gibt, der dir vielleicht irgendwann mal einen Neubeginn versprochen hat, hier mit dem Kind. Aber du hast zunehmend gemerkt, dass dieser jemand die Maske trägt, ja, und das möchtest du nicht mehr. Das darf jetzt losgelassen werden, ja, das wäre eine Möglichkeit, so rum waren sie gelegen. Es wäre aber auch denkbar, dass du eventuell gespürt hast im Zuge dieser Vollmondenergie, dass es hier noch ein Kindheitsthema in dir gibt, das du dir jetzt anschauen musst. Vielleicht hast du aus deiner Kindheit so einen gewissen Konflikt in dir, dass du dich um Liebe bemühen musst oder dass du den Anforderungen, den Erwartungen anderer Menschen entsprechen musst. Ja, und hast deswegen vielleicht in deinem Leben oftmals eine Maske auf und traust dich in manchen Bereichen nicht wirklich für dich einzustehen. Denn dann könnte der Sarg hier für einen gewaltigen Transformationsprozess liegen, in dem du jetzt geführt wirst. Vielleicht hat da dieser Vollmond auch den Auslöser dafür gegeben, ja, um wirklich zu sagen, ich traue mich jetzt mal hinzuschauen. Ja, denn diese Vollmondenergie hatte ja schon sowas Mutmachendes, fand ich, dass man sich auch mal traut, solche Schattenthemen anzuschauen, ja. Und unsere inneren Kinder sind ja oft genau diejenigen, die da im Schatten sitzen in uns, ja. Sie schreien um Liebe und dann beginnen wir, diese Liebe und Zuneigung im Außen zu suchen, obwohl wir sie uns im Grunde selbst zunächst geben müssen, ja. Wir werden im Außen nicht Liebe, Trost, Schutz, Halt finden, wenn wir im Inneren zerrissen sind, ja, und wenn es im Inneren so aussieht, ja, das wird nicht möglich sein. Also das wäre auch denkbar, dass du sagst, ich traue mich jetzt mal wirklich ich selbst zu sein, ich muss nicht everybody's darling sein, ich muss auch keine Maske aufhaben, sondern ich darf mich so leben, wie ich bin. Ja, sehr interessant. Das könnte am Wochenende hier so ein Thema für dich sein. Ja, vielleicht kommt auch irgendeine Situation auf dich zu, wo du bislang vielleicht immer Ja gesagt hast, obwohl du eigentlich Nein meintest. Mir kommt jetzt spontan ein Beispiel in den Sinn. Vielleicht bist du am Wochenende irgendwo zum Kaffeetrinken eingeladen, ja. Und aus Höflichkeit hättest du vielleicht vorher immer gesagt, ja, okay, ich komme, obwohl du gar keine Lust hast. Und jetzt könnte das so sein, dass du sagst, warum soll ich eigentlich sagen, ja, ich komme, wenn ich doch im Grunde gar keine Lust habe? Ja, sehr interessant. Bin ich gespannt auf eure Kommentare, meine Lieben. Vielleicht mögt ihr mir ja schreiben, wenn tatsächlich sowas passiert, dass es am Wochenende eine Situation gibt, wo es wirklich für dich darum geht, für dich einzustehen als Königin der Schwerter, ja, zu deiner Wahrheit zu stehen, Masken entweder selbst abzulegen oder auch Masken bei anderen Menschen nicht mehr zu tolerieren. Und damit darf etwas Altes ausgereinigt werden. Ja, wir haben ja jetzt so schön die Möglichkeit, wirklich noch bis zum Jahresende das, was wir nicht mit ins neue Jahr nehmen wollen,
hier zurückzulassen im alten Jahr. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei den Herren aussieht. Warum fallen hier die vier Kelche und der Gehängte? Um was geht es hier? Da fallen zwei. Oh, die Schlange und der Brief. Ja, also die Schlange steht in diesem Deck ja sehr oft für eine andere weibliche Energie als die Hauptperson. Die Schlange steht oftmals für eine Beziehungspartnerin, die nicht die Traumfrau ist, sage ich mal so. Ja, das ist oft eine Beziehung, die vielleicht nicht mehr so erfüllt, nicht mehr so glücklich ist. Jetzt liegt hier oder fiel da der Brief dazu. Möglicherweise bekommst du eine Mitteilung, eine Nachricht, ja, dass diese Beziehung tatsächlich dem Ende zugeht. Ja, vielleicht hat sich ja sogar deine Partnerin mittlerweile dazu entschlossen, weil sie gemerkt hat, dass in der Beziehung etwas im Argen liegt. Wir brauchen mal eine weitere Karte. Warum fällt hier die Schlange mit dem Brief? Die Schlange mit dem Brief. Ja, da kommt Klarheit in eine Situation. Also ich nehme wahr, durch eine Nachricht, entweder von dieser Frau oder auch an diese Frau, kommt Klarheit in eine Situation. Es passt so schön, die Sonne mit dem Lichtkranz des Gehängten. Ja, also etwas könnte hier in deinem Leben passieren, was dazu führt, dass dieser Zustand des Gehängten beendet wird. Aber im Endeffekt, ganz gleich, was hier passiert, es dient deinem Besten, denn danach wird die Sonne wieder scheinen. Ich bin jetzt aber mal neugierig. Ich möchte noch mal wissen hier mit dieser Schlange und dem Brief. Was ist die Schlange mit dem Brief? Die Würfel. Ja, möglicherweise, das kommt mir jetzt in den Sinn, bist du dir oder kannst du dir hier gar nicht mehr sicher sein, ob diese Frau im Grunde noch diese Beziehung, in der du vielleicht gar nicht glücklich bist, überhaupt noch aufrechterhalten möchte. Das würde ganz gut zu meinem ersten Impuls passen, ja, dass diese Frau selbst gemerkt hat, eigentlich bin ich in der Beziehung nicht mehr glücklich und jetzt mit dem Gedanken spielt, da sind vielleicht die Würfel noch nicht gefallen, ja, mit dem Gedanken spielt, zumindest mal eine Kommunikation mit dir zu führen, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann zwischen euch, ja, denn ich habe so das Gefühl, die Sonne möchte wieder scheinen. Was ist denn die Sonne hier? Ich frag mal noch einmal nach der Sonne. Genau, die ist bis jetzt noch hinterm Berg, die Sonne, ja, so nehme ich das wahr. Also, meine lieben Männer, ich glaube, besonders stimmig ist diese Legung jetzt für dich, wenn du eventuell in einer Beziehung bist mit einer Frau, die aber nicht deine vielleicht Wunschpartnerin ist. Vielleicht gibt es hier auch eine andere Frau, ja, mit der du gerne zusammen wärst. Aber da könnte jetzt Veränderung reinkommen, denn diese Frau, mit der du zusammen bist, scheint sich ebenfalls nicht mehr sicher zu sein, ob eure Beziehung weiterhin Bestand hat. Ja, denn ich sag mal, die Sonne ist in der Beziehung schon länger blockiert und deswegen weiß man nicht ganz genau, wie es weitergehen kann. Ich kann mal noch eine einzige Karte hier für Würfel und Berg herausmischen. Wir fragen mal, wie könnte es denn weitergehen? Wird denn da am Wochenende schon etwas entschieden? Gibt es am Wochenende hier Diskussionen vielleicht mit einem endgültigen Ergebnis? Ui, da fällst du selbst. Also es hängt von dir ab, ja? Es hängt scheinbar von dir ab, mein Lieber. Ziehe dich zurück, ja? Vergrab dich nicht hier in deiner Frustposition, sondern geh mal in die Innenschau. Ich leg dich mal hier hin, ja? Geh mal in die Innenschau und fühl mal in dich hinein, was möchtest denn du? Also man könnte jetzt so ein bisschen die Überschrift hier finden, lass niemand anderes für dich entscheiden, was du möchtest, sondern du bist derjenige, der entscheidet, ja, der sich auch selbst vom Galgen abschneiden kann letztendlich. Das ist jetzt eine sehr interessante Legung geworden. Lass niemand anderen darüber entscheiden, was du eigentlich möchtest. Genau.
Wir schauen uns mal noch die Unterseite des Decks an. Ja, da wird es am Wochenende in so mancher Partnerschaft oder auch vielleicht in so manchem Menschen ein bisschen Unklarheit geben, dass man aus dieser Unklarheit heraus diesen Drang spürt, ich muss jetzt für mich was klären. Ja, so fühlt sich das an. Dass wir vielleicht jetzt so am Freitag noch von dieser Vollmondenergie von gestern geprägt in den Tag starten, so ein bisschen mit dieser Unklarheit, was hat mir der Vollmond jetzt eigentlich zeigen wollen? Aber so wie ich es wahrnehme, eigentlich auf beiden Seiten, im männlichen und weiblichen Kollektiv, könnte dann am Wochenende eine kleine Erleuchtung stattfinden. Ja, sehr besonders, vor allem dieses Reading hier. Jetzt bekommen wir noch eine Eulenbotschaft für das weibliche und das männliche Kollektiv. Liebe Eulen der Glückseligkeit, welche Botschaft habt ihr für die Damen hier an Bord? Eine Eulenbotschaft bitte für die Ladies. Dankeschön. Vergiss mal deine Pläne und folge stattdessen den Impulsen der Freude. Mehr gibt es nicht zu tun. Das passt dir gut zu der Einladung zum Kaffeetrinken. Vielleicht steht die ja schon, ja, die Einladung zum Kaffeetrinken. Und du überlegst es dir jetzt nochmal anders. Folgst lieber mal den Impulsen der Freude, wenn du vielleicht gar keine Lust auf diese Kaffeetafel hast. Und ja, mach das dann nicht, weil du vielleicht Angst hast vor Ablehnung, vor Kritik, vor Zurückweisung, sondern die kleine Eule gibt dir heute wirklich den Rat, am Wochenende mal das zu tun, was du möchtest, ja, dich immer wieder für dich selbst zu entscheiden, keine Maske anzulegen, denn das ist Teil deines Transformationsprozesses. Ja, wunderschön und passend. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt. Für dich als Mann, welche Botschaft haben die Eulen für dich als Mann? Arbeite in der unsichtbaren Welt mindestens so intensiv wie in der sichtbaren. Also, mein Lieber, was ich vorhin sagte, Entscheidungen triffst du und die triffst du in deinem Inneren. Hör auf dein Herz, manifestiere das in der unsichtbaren Welt, was für dich Wirklichkeit werden soll. Ja, ich glaube, da geht es darum, am Wochenende, dass du wirklich mal nach innen schaust und spürst, was möchte ich wirklich? Denn wir dürfen nicht vergessen, das war die allererste Karte, die für dich gefallen ist. Und ich habe am Anfang gesagt, mir kommt es vor, als wärst du in einem Bereich deines Lebens ein bisschen frustriert. Wenn das für dich eher beruflich zugetroffen hat, könnte die Frau auch eine Chefin, eine Vorgesetzte, eine Arbeitskollegin sein, ja? Vielleicht hast du immer schon mit dem Gedanken gespielt, den Job zu wechseln, ja? Und jetzt bekommst du hier vielleicht die Nachricht, dass dein Job auf der Kippe steht. Die Überbringerin ist vielleicht eine Frau. So könnte man das auch deuten, ja? Das dient dann aber dazu, dass du in deine Kraft findest, den Weg zu gehen, den du für dich eigentlich schon in deinem Inneren entschieden hast. Deswegen auch vorhin dieser Impuls hier so ein bisschen als Überschrift, mach deine Entscheidung nicht erst von anderen abhängig. Sicherlich geht es uns manchmal leichter von der Hand, eine Entscheidung zu treffen, wenn von außen sozusagen etwas geschieht, was uns dann als Entscheidungshilfe dient. Aber letztlich, und da hat die Eule ganz recht, soll zunächst in unserem Inneren das entstehen, ja, was wir dann im Außen manifestieren möchten. Und wenn wir an einer Vision, die wir im Inneren kreieren, festhalten, ja, und in diese Vision uns immer wieder hineinspüren, dann tun wir schon das Beste dazu, um diese auch in die Realität hinein zu manifestieren. Ja, meine Lieben, ein sehr spannendes Reading, wie ich finde. Ich bin gespannt, was da passiert am Wochenende. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich danke natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, meine Lieben. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr einen kleinen Kommentar schreibt, da bin ich euch von Herzen dankbar. Ihr unterstützt
damit meine Arbeit, meine kostenlose Arbeit hier auf YouTube. Und ja, ich bin da immer sehr berührt davon, wenn die Videos wirklich viele Likes haben, wenn viele die Videos auch teilen. Ja, vielleicht habt ihr eine Freundin oder einen Freund, wo ihr sagt, dem könnte das auch gut tun, so etwas zu sehen. Dann bin ich da von Herzen dankbar, wenn sich unsere Heart and Soul Family noch etwas vergrößert in der Zukunft. Ja, jetzt wünsche ich euch ein erkenntnisreiches Wochenende. Und wer mag, den lade ich wieder herzlich ein zu einem Adventsvideo am Sonntag, später Nachmittag. Denn wir haben schon den dritten Advent und da wird es wieder eine feine Geschichte geben, meine Lieben. Also, ich sende euch eine ganz liebe Umarmung. Bis bald, eure Uli. Tschüss.